30. Den nehmen wir noch mit, komm. Den nehmen wir noch zu Fuß. Weil oben, das gehört ja alles mit dazu, steht irgendwo noch ein Wanderer, ein Kampfwilliger. Und den möchte ich gerne mitnehmen. Erstmal haben wir hier ein Feuer rein. Aber komm, ich glaube, da gibt es doch was. Erstmal mit zwei. Jetzt findet ihr die gleichen Pokémon, die ihr auch, wie ich euch gerade schon angesagt habe. Also, so, Ponita haben wir ja schon im Team. Und das ist mittlerweile Level 22. Aber wie gesagt, ich hätte mir das Kapu locker fangen können, aber. Nun ja. Ich habe mich ja dagegen entschieden. Da wir ja tatsächlich auf ein Kramus gestoßen sind. Es ist ein Team genommen, die wird auf jeden Fall in der. Aber wir werden es dann in der Paralleledition, nämlich wenn wir dann irgendwann vielleicht mal leuchtende. Strahl dann jemand leuchtende Perle spielen sollten, will ich das mal ins Team nehmen. Aber jetzt nicht. So, hier ist dieser Trainer, den ich meine. Hoppla, hast du mich erschreckt? Dann lass uns mal kämpfen. Tobias! Zwei Bier bitte. Onyx! Onyx ist. Ja, für Militär wahrscheinlich mehr oder weniger gefundenes Fressen. Weil Onyx ist vom Typ Stein und Militär ist natürlich vom Typ Kampf. Und ich glaube, die Fähigkeit hat es gerade gerettet. Ja, das wäre nämlich sonst sowas von Geschichte gewesen, dieses Onyx. Sag mir bitte nicht, dass ein zweiter Onyx hat die gleiche Fähigkeit. Probier es nochmal. Nee, das war nicht. Gut. War auch langweilig gewesen. So, Onyx ist zweite Geschichte und dieser Tobias ist, oder dieser Wanderer ist Geschichte. Ich besiegt. So, jetzt bin ich ja da rum, weil ich habe natürlich keinen Tritt. Ich glaube, zu Peiser hat man noch nicht gesehen. Kann sein, dass wir den sogar schon gefangen haben. So, da ist noch ein Pokéball. Den habe ich eben schon gesehen. Ein Giftstich. Wäre interessant für ein Gift-Pokémon. Hätten wir eins im Team. So, hier hinten ist noch eine kleine Höhle. Die werde ich aber nicht heute erkunden. Die werden wir dann irgendwann nochmal sobald wir alle möglichen VMs haben, uns erkunden. Ja, wie gesagt, Skankapu, ja, das wäre tatsächlich eine Option gewesen. Aber Skankapu ist, glaube ich, nur vom Typ. Ist natürlich vom Typ Unlicht und Gift. Das ist das Problem. Das ist natürlich nur das ist das große Problem, weil ich will keine Doppeltypen rennen und wir haben Kramurks als Pokémon im Team. Das ist das Problem. Aber wie gesagt, ich werde es wahrscheinlich versuchen. Vielleicht holen wir uns irgendwann mal die andere Edition noch. Ja. Gut, Bronzel, werde Doppelter in sich kein Teammitglied werden, weil A ist es ein Stahl-Pokémon. Wir haben Empoleon. Also, die kriegen es noch. Und B. Psycho-Pokémon, da haben wir natürlich die schon gehabt. Klar. So, und da haben wir. Ja, wie war ich. Ich hab mal was. Das ist ein bisschen muss ich gerade überlegen. Landschaft. Ja, ich weil ich keinen Tauscherpartner habe, können wir auch gerne über den Gyrotz nicht ins Team gehen. Also da fallen viele Möglichkeiten weg. Ich hätte gerne einen Boden-Pokémon. Also, müssen wir dann mal eine Gedanken machen. Wie gesagt, ich könnte mir gerne ja was
Gut, dann war's das hier mit der Route 206. Mit der Route 207 geht's in der nächsten Folge weiter, wenn die gute Lucia auf die Feier gehen würde. Naja, bis dahin oder wiedersehen bei Let's Play. Hoffentlich gefallen hat jemand. Und dann machen wir hier das kleine Gespräch mit Lucia und die Route 207 wird dann als nächstes der Fall sein. Bis dahin und tschüss. Ja, Leonate, herzlich willkommen. Wir sind in der letzten Folge über die Route 206 gegangen, haben die ganzen Trainer dort mitgenommen mit dem Radweg. In dieser Folge haben wir es tatsächlich, ich habe eigentlich ein Thema gerade. Wir treffen auf Lucia, als wir Route 207 betreten. Das machen wir heute. Hey Cliff, wie kommst du mit deinem Pokédex voran? Irgendwas zwischen fantastisch und hoffnungslos. Aber um mich geht es gar nicht. Ich habe hier etwas Tolles für dich. Na, wie kann es sein? Egal welche Antwort ihr gebt gerade, es kommt immer dasselbe raus. Verstehe, du kannst so den Kampfhander. Ich bin beeindruckt, du weißt nicht, worauf es ankommt. Mit dem Kampfhander könnt ihr Pokémon und Trainer, die ihr uns schon besiegt habt, immer wieder herausfordern. So könnt ihr euer Team auch leveln. Ich habe das tatsächlich in Pokémon Diamond, Pearl, Platin genutzt, um mein Team relativ hoch zu bekommen, weil die Pokémon-Liga wird kein Zucker schmecken werden. Das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Da sind einige Level, höhere Level dabei. Und ja, falls ihr noch Training braucht, könnt ihr mit dem Kampf natürlich auch immer wieder Trainer herausfordern. Und die passen sich immer noch euren Level an. Also umso höher eure Level dann sind, umso mehr Orden ihr habt, umso höher sind auch die Level von den Trainern. So. Mit dem Kampfhandler kannst du Trainer auswendig machen, die auf einen Rückkampf aus sind. Sag mal, hast du schon eine Pocket? Was für eine Frage, sicher hast du den. Prima, sag mal, kommst du noch das hier? Die passende Belohnung für deine harte Arbeit. Und ich bekomme die Pocket Jab Item Radar. Damit könnt ihr versteckte Items finden. Hier auf dem Boden. Vor allem nicht ganz uninteressant. Mit einem Itemradar kannst du noch versteckte Items suchen. Wirf öfter mal einen Blick auf die Itemradar ein. Du fährst auf in der Nähe ein Item auf dem Boden liegt, das du nicht sehen kannst. Besonders in dunklen Höhen ist das ein echter Vorteil. So, wir sollten jetzt aber am Pokédex weiterarbeiten. Fürs Ei erzählt schließlich auf uns. Genau so ist es. Ja, ich sag mal, Idioten. Dann nehmen wir hier kurz die ganzen Bären noch mit, das sind vier Stück an der Zahl. Also vier Bären, Sträucher, sind jeweils zwei Bären. Also acht Bären insgesamt.